So, Festung am weißen Felsen wieder. Hey. Voll mit Koks überstreut, ey. Ich nehme natürlich wieder hier meinen Yuppie-Panzer. Genau. Nee, ist doch, das ist doch die Glücksdose, Ja, Glücksdose, sorry. Meinst du ihn? ey. So, was ist hier los? Ah, warten. Rechts unten. 3, 2, 1. Was ist da hier? Fahr T50. Blechdose. Und der andere. Alter, jetzt hänge ich hier noch. Fahr doch den anderen rückwärts zu will. Oh. Also ich werde gleich mal hier wieder den Weg rechts einschlagen. Ach, B gibt's hier diesmal gar nicht. Sweet. Naja, auf jeden Fall wieder schön aus der Planke schießen. Hehehe. Oder? Was ist da los bei euch? Sam? Mario? Mario! Soldat, handeln Sie! Also ich habe keinen Plan, was da gerade mit Marius ist. Ja. Auf jeden Fall ist da gerade irgendwas explodiert. Ich gehe zu A. Ja, wie man vielleicht hört, ich bin leicht erkältet. Oh, T28, das ist cool. Immer schön kleine Panzer. Ich brauche kleine Panzer. Sturmgeschütz 3A da hinten. Ah, über meine Flanke kommen jetzt hier ganz viele. Mei, 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 hier, ey. Was war denn? Wird man gestört hier, das geht gar nicht. Deine Eltern oder was? Ja. Wer ist denn der rechte von euch? Ich. Samuel ist natürlich der Flakpanzer. Panzer. Flakpanzer! Weißt du, ich bin ein Kollegion. Ey, guck mal hier, wir sind im T1er-Match gelandet, sehe ich gerade. Nicht wirklich, wegen ich habe gerade einen C34. Ja, Sherman ist ja auch bei, habe ich schon gesehen. Ja, aber bei uns im Team ist nichts dergleichen. Ja, toll, du bist umgekippt. Und ich habe mich irgendwie wieder. Ja. Okay, ich will nicht weiter. Muss mal gucken, wie ich hier vorrücken muss. Ah, zeig mal den Zuschauern, wie das geht, Junge. Ja. Hab gerade eine KI weggemacht, weil die nervt. Samuel ist auf KI-Fahndung. Geschwindigkeitsüberschreitung. Schon wieder mal, da stehst du ganz besonders drauf. Ich stehe hier gerade ganz schlecht. Nein, was denn jetzt? Die haben den Fahrer gekillt, die Schweine. Und zerstört, wohl. Jetzt macht den Marder auch noch weg. Ich versuche vorzurücken. Ah, der Marder wieder. Mist, Mann. Gut. Wieder so früh rausgegangen. Oh, shit. Hast immer einen Kill gemacht. Ja, toll. Ja, du und der Marder, ihr glaubt, ich glaub, ihr werdet nie Freunde. Nee, hast du recht. Den M3 Light. Weil so eine riesen Karte hier. Dann nehme ich lieber einen schnellen Panzer. Oh oh oh. Schönes Käffchen nebenbei. Gott, bin ich froh, bei mir ist ein T80, ne? Echt? Panzerchen, hier, Triple Robert. Ja. Wenn man die Winde benutzt, sieht man dann richtig da so ein Seil und so, wenn man ja abschleppt?
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Miau, miau, miau. Nein, was? Scheiß Maler. Spiel den Maler jetzt. Toll. Ah, getroffen. Das ist der Inferno. Ja, Mario, komm zu dir. Dann nehmen wir ihn jetzt. Ein Schuss gegen Millimeter oder Motor. Schaminator von deiner Linken. Irgendwo war da gerade einer. Aber da kann ich nicht so schießen. Ach komm, warum muss der denn meinen Motor... Oh. Ja toll, der knallt beim Motor und setzt dann Artifeuer auf mich oder was? Ey, das ist ja richtig asozial. Okay, was der hier? Oh, du kommst aber auch nicht mehr weg, ne? So, den haben wir. Kannst du mal den Maler da jetzt bitte wegmachen? Ja, ich komme, ich musste gerade nur noch einen M2A4 killen. Oh, fuck, Mann. Wo habe ich ihm eine gegeben? Wieso, die Artillerie, die macht mir irgendwie keinen Damage. Ja, und dann... Oh. Was ein Luckshot. Abschusshilfe. Toll. Ja, ich auch. So, jetzt fahren wir mal in die Festung, oder? Ach komm, jetzt kann ich mir keinen M4. Na komm her, Flakpanzer. Ja, ist ganz cool hier, ein paar Light-Tanks hier frei zu haben. Braucht nicht so viele Fahrzeugpunkte. Die sind schön schnell auf so einer großen Karte. Die Gegner haben eh keine Panzerung. Außer so ein Marder. Ja, die Marder, die haben keine Panzerung, aber irgendwie, bis man die mal kaputt hat, ist irgendwie Weihnachten. Ja, vorne am Geschütz haben sie ja schon Panzerung. Wie komme ich denn in die Festung hier rein? Einfach reinfahren. Auch Samuel. Alles nice. Gewesen. Der 28 killt mich durch natürlich diese kleine Spiegelluke. Was weiß ich. Ach, vorne, wo der Fahrer drin sitzt. Mhm. Das ist Lucky. Boah, ich hoffe mal, ich krieg gleich noch genug Punkte, um mir den M5 zu holen. Ne? Jetzt liegt alles an dir, kleiner Flakpanzer. Was, M5? Ja. BMW? Achso. Ja, natürlich den BMW, Junge. Den nehmen wir übrigens auch ein. Christoph, liegt an dir. Ja. Ich kenne mich hier in der Festung noch nicht aus. Grad. Ja, immer Richtung A. Es wird ein richtig langes Match. Oh, T34 zeigt mir seinen Unterboden. Bam! Oh, du dämlicher T34. Ja. Was oh. Irgendwo wird mir ein Gegner angezeigt, was sehe ich nicht. Das ist keiner, oder? Och man, notdämlicher T34. Oh, jetzt hat er mir alles versaut. Alter! Gibt's doch nicht! Alter, was ist das für eine Logik? Der hat durch meine Kanone durchgeschossen, der ist an meine Kanone abgeprallt und ist nach innen dann wieder zersplittert. What? Dead Logic, meine Leute. Dead Logic. Best auf nicht weiterfahren, da ist ein Loch. Loch Ness, ey. Was ist da? Was geht denn jetzt hier ab? Oh oh. Oh oh. Der, ich glaube, das Schwunggeschütz hat sich bemerkt. Ja. Alles unbeschädigt hier. Ach, so läuft bei dir. Nicht so recht.
Oh, du scheiß TBF. Meine Güte. Einfach nur heutzutage alles nur Kills. Vor dir steht ein Stug. Vor dir steht ein Stug. Vor mir. Unbeschädigt. Muss ihn das Geschütz versenken. Der Loader. Mein Loader. Ich glaube, da ist ein Loader auch gekriegt. Boah, ich höre bloß Bomben fallen. Vor mir. Sprich mit dem. Oh, ich hab nicht gesehen, dass man hier hochfahren kann. So, jetzt kann ich hier mit Flakpanzer ankommen. Also mit dem Flak-LKW. Flakpanzer, miau. So. Kann ja was werden hier. Ganz schön schlecht, Jungs. Ja, unser Team ist ganz schön schlecht. Der beste, was wir haben, ist ein T50. Oh mein, oh mein, oh mein. Ich kämpfe gerade gegen einen Kack-Russe. Oh, das hätte ich so laut nicht sagen dürfen. Wer weiß, was Christoph für Zuschauer hat. Russenpanzer, so. Verbessert. Der T50 irgendwie hört amputiert, merkt der, was ist los mit dem, bemerkt er dich nicht oder was? Weiß ich auch, ne? Los, mach weg. Jawohl, lol. Mann, meine Güte. Komm von hinten, Stuko T28. Mein Gott, hat der T50 einen Lack, ey. Geil Teammate, sag ich halt immer dazu. Ja, wo tuckert eigentlich der T70 rum? Wozu kommt der T50? Und was macht die TBF? Meine, ja, was macht? Sie killt mir erstmal die Kill und dann macht sie das. Ja, T28, auf den zu schießen, bin ich auch voll viel. Oh Gott. Flugzeug ausgebrannt. Ja, Flugzeug. Voll. Oh, ist der alles getroffen hat bei mir. Es ist ein Anti-Flugzeug. Panzer an. Kein Flugzeug, ja. So, kein Respawn-Point mehr. Juhu! Zurück zum Hangar oder was? Alle tot? Ja. Oh Mann. Ja. Zurück zum Hangar. Also, hast du ein bisschen draufgegangen, Christoph? Ja, ja. Die Runde war nix. Die war auch ein bisschen Käse. Das war hier, was hab ich bekommen? US-amerikanischer Panzerfahrer 1. 50 ist ja auch eine. Ja. Ja, das war jetzt natürlich schade. Ist ja auch nicht unsere Map. Noch viel mehr schade ist eigentlich, dass wir jetzt schon wieder am Ende der Folge sind. Ja. So müssen wir uns leider verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Also macht's ja, gut, tschüss. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir hier wieder bei War Thunder. Natürlich mit dem Mario. Moin. Und mit dem Sam. Jo. Aber keine Angst, ist hier nicht Sam Fischer oder so? Wir sind ja hier in der Best Blind Show. Weiß nicht, ich bin. Sag mal, Mel Gibson. So, wir haben alle hier ach, schön. Nee, stimmt, der war ja Jackson. Genau. Christoph und ich haben beide jeweils einen neuen Panzer, einen Sherminator. Jawohl, also so sieht das ganze Ding aus. Wir haben ein Match nur mit Sherman, ey. Sherman. Aber der hat jetzt wenigstens auch mal ein bisschen Durchschlag, auch um 1000 Meter. Geht eigentlich noch. Er kann ja einen Tiger legen auf. Ja, ich habe auch einen Sherman. Ja, Leute, Vollgas voraus. Geil, Samuel. C. Würde ich mal so sagen. Meiner sieht verrostet aus, habe ich extra so gemacht. Ist der Elite? Ja. Welcher denn der und der M4 Sherman, ist der auch Elite? Nicht ganz. Ah gut, da hast du dann ähnliche Panzer, den du ein bisschen ausleveln kannst, ne? Also Elite heißt alle Module erforscht. Ja, muss man ja mal dazu sagen. Ach ja, sorry. Fällt halt gerne mal auf den Board. Sam. Hab da nur kurz einen Schuss abgegeben.
Warum bin ich langsamer als alle anderen? Komisch. Du bist jetzt langsamer als ich und mein Panzerchen ist Stalk. Kannst du noch mit deinem MG schießen? Ja. Ich kann's nicht. Leider. Vorrücken! Ey, guck, drück mal Tab, was ist das denn bitte für ein Match? M4, M4-1 und sonst nix. Ja, nur Schamis. Wie sie alle direkt C haben wollen, ey. Und da ist eine Ausführung 3N, die wird gleich erstmal hart geteabagged, ey. Was, Flakpanzer, warten du. Christoph, wo bist denn du? Also ich gehe glatt durch wegen... Boah, die Mumpel geht aber stark runter, hä? Muss man wissen, wer hört's hier, wa? Was schießen denn alle hinter mir auf mich? Also, ging ganz halt... Lol, der Chevy brennt. Weil der von einem Flakpanzer angezündet wurde. Wow, muss man hier hochziehen mit dem Ding, das ist ja krass, hä? Da stehen überall Sturmgeschütze. Boah. So, jetzt Treffer, komm schon. Jawoll. Boah, die Nachladezeit könnte aber echt schneller sein. Jawoll! Schön da dem Sturmgeschütz reingeschossen. Der Gegner drüber da. Wenn ich mal was treffen würde hier. Stehen so weit weg. Boah, der hab ich fast in die Kanone reingefeuert. Hoch 21 Sekunden muss ich warten. Zur Reparatur, jemand hat mir natürlich mein Geschütz so am Arsch. Was? Das Sturmgeschütz ist jetzt tot und ich habe nicht mal eine Assist dafür gekriegt, obwohl ich das übelst hart gekrittet habe. Ernsthaft? Ja, ich könnte auch gern weiter über die Entfernung schießen, aber ich würde mal sagen, Vorbild. Ja. Fahrer ist bewusstlos, Ladeschütze bewusstlos. Okay. Okay, Arschloch, ey. Fuck you. Boah, das ist ein bisschen zu kurz. Kettenlaufwerk beschädigt. Der C ist erstmal gehoben. Aua, mein Ding ist tot hier. Komm schon jetzt. Bam! Endlich. Nein! Das Sturmgeschütz erwidert das Feuer, lass mich! Gordon! Das Sturmgeschütz kriegt jetzt noch eine. Unbeschädigt, schade. Was? Nochmal. Oh, das war mein Geschrei. Och nein, mein Shermy ist gefegt. Kann mich irgendeiner von euch irgendwie reparieren? In Brand gesetzt. Hey. Was? Kann mich irgendwie einer von. Ja, weil Motor ist so gut wie klar. Meine Kanone ist klar. Also ich kann nicht mehr schießen. Ich habe keine Ersatzteile für den Shermy nix. Und das Sturmgeschütz mag mich nicht, wie das aussieht. Das schießt nämlich immer noch auf mich. Soll ich dich da jetzt zu C reinziehen, oder was? Ja, ich komme, ich vor. Ich kann da noch hinfahren, noch. Also zu C werde ich jetzt mal hinkommen. Ich frage, ob ich da dann hinkomme. Weil mein Motor ist so gut wie klar, da geht nichts mehr. Aua! Kritischen Treffer, jawohl, das ist weggefahren, ich hab's angezündet. Oh, was denn jetzt? Ladeschütz ist bewusstlos, oh nö. Wer beschießt mich denn hier? Welcher Arsch? Also mein Panzer schafft noch, also mein Tanky hier schafft noch soeben die Brücke, ey. Ich habe überhaupt keine Motorleistung mehr, das ist echt schlimm. Aha. So, jetzt kann ich mich reparieren. Ah, Gott, ey. Freut. Wie lange dauert's denn? Ach, 14 Sekunden nur. Obwohl ich eigentlich einen Totalschaden habe.
hier ist auch einiges an Mannschaft hops gegangen. Geh dann wieder mal in der Stadt rein. Feld habe ich hier nicht wirklich viel zu suchen. Und kannst du dich reparieren, Mario? Lol, hier fliegt eine HS 109, ja. Auf jeden Fall fliegt hier eine HS rum, wa? Die hat gerade Bob nach mir geworfen und hat meine Kette nur getroffen. Jetzt kann ich nochmal 41 Sekunden. Ich war gerade wieder fahrbereit. Ah. Weil ich krieg. Mein Motor ist halt komplett hin. Da geht nix. Ich munitioniere gerade auf. Ich habe mir schon über 20 Schuss verknallt. Stoppt. So, jetzt läuft der Motor auch wieder. Weiter geht. Ich hab auch so richtig null Leistung hier. Mein Gott, ey. Der Motor ist stark beschädigt. Ja, ist er, blinkt der rot oder was? Ja, der blinkt rot. Also auf jeden Fall blinkt er, ist mal schwarz, mal rot. Das rechts fahren. Ja, aber. Mein Motor geht aber ganz. Jetzt. Nice! Einfach nur nice! Nur beschützt bist du die allergrößte Pussy, die es gibt. Nachladen nur auf den, auf die Kanone schießen. Soll ich nicht mit seinen anschieben? Kannst du auch platt fahren. Linke Kette ist ab, du Knaller! Was ist das denn für ein Scheiß? Kannst du dich reparieren? Ja, ja. 15 Sekunden noch. Das Geile ist, als ich, weil ich dich gerammt habe, ist jetzt mein Motor ausgefallen. Nubigkeit FTW, ey. Ach du Kacke. Toll. Ja, ich hab dir jetzt beim Reparieren geholfen. Geil. Geil. Das war cool, ja. Okay, was ist das für ein Bullshit? Und jetzt ist der Flieger von dem Arsch. Okay. Ich mach einen Artillerieschlag bei ihm. Das Problem ist, Christoph, ich hab dir jetzt reparieren geholfen, mein Motor ist aber immer noch kaputt. Ich komme hier nicht weg. Ich stehe hier. Ich guck, ob ich die Heikel knallen kann. Wie, du hast mir reparieren geholfen? Ja, sonst hättest du dich nicht, du hast ja kein, das Teil war ja Stock, was du gefahren hast. Du hast ja keine Ersatzteile. Und ich hab die mit Assist für Reparatur habe ich bekommen. Okay. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ja, ich werde gerade mit Artilleriefeuer beschossen. Oh, macht aber keinen Damage wieder aus. Also komm mal bitte einer hierher, damit man mir mal hier, ne, ja, ich den Motor wieder schon mit einem Sturzkampf rum. Ach hier, oh. Da oben steht eine F2. Erstmal die scheiß Mauer da wegmachen. Auf einmal kann ich mich wieder reparieren. Oh du scheiß F2! Ach, da kommen Bomben. Ich höre sie doch. Ach, mein Geschützrohr ist jetzt auch kaputt. Mein Gott! Die machen ja auch nur das Geschützrohr kaputt, weil sie auch nichts anderes können. Ja, aber irgendwie meine Turmsteuerung, der Panzer will ich nach oben führen. Dann kann ich durch das scheiß Haus nicht durchschießen. Ach, langweilig. Ist so geil mit den Bomben. Bomblogic, sag ich mal. Ja, F2, hol mich hier raus, finde ich gut.
Oh, leider habe ich dich jetzt getötet. Ich bin komplett KV-fähig. Ich habe keine Ketten mehr, keinen Motor und der F2 ist so inkompetent, mich zu killen. Oh, ich, nee, ich habe immer noch keinen Motor. Ich will mich doch verarschen hier. Jawohl. B25 hat die übelste Bombe fallen lassen, aber der hat schon Schlagseite. Eieiei. Ja, gut wohl. Bahn! Hast kein Respawn mehr oder was? Ne, die B25, die ich da gerade beobachtet habe, ist abgeschmiert. User in your channel died out. Oh! War mal das Internetprobleme? Aha. Ja, das ist natürlich ganz toll in der Aufnahme, aber da kann er ja nichts mehr. Wonne. Nice! Ich habe überlebt mit meinem Sherman! Obwohl ich keinen Motor mehr hab. Das Geile ist, nach mir wurden Bomben geworfen, vor mir stand ein Sturmgeschütz und Artifeuer war auf mich gesetzt und ich habe trotzdem überlebt. Mhm. Dann frag mich nicht wie. Ich will's auch gar nicht wissen, Hauptsache ich lebe. Und jetzt habe ich Ersatzteile für den Sherman. Yay! Ja, richtig. Ersatzteile eingebaut. So, was machen wir jetzt? Drehkranz oder Gleisketten? Ja, erstmal Ketten. Drehkranz. Nö, erstmal Ketten. Passt. So, mal gucken, was mit Samuel ist. Ist der komplett weg oder was? Ja, der ist einmal auf Wiedersehen. Und genau das sagen wir jetzt auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.